So, Max, hi und schöne Hey Grüße nach Fabian. München ins Katastrophengebiet. Ja, Katastrophengebiet, auf jeden Fall, ja, haben wir hier. Wir haben hier eine Katastrophe. Ja, hier in Baden-Württemberg ist noch relativ normal alles. Also gestern zumindest, ich war jetzt heute noch nicht draußen, bin gerade erst aufgestanden. Ja, Aber Dito. ja, Early Bird heute. Early Bird, genau. Und ja, die Verkäufe laufen normal, sagst du, oder? Von Immobilien halt kriegt ja viele Anfragen aktuell von Käufern, die kaufen wollen. Also wir haben tatsächlich von unseren Bestandsobjekten, die wir abverkaufen, jetzt einen kleinen Anfragezuwachs zu verzeichnen. Ja. Und wir haben auch von so laufenden Verkäufen, wo Interessenten schon in der Prüfung waren, haben wir jetzt Zusagen bekommen und haben jetzt 3 oder 4 Notarentwürfe angestoßen, was teilweise von Objekten, wo wir uns die letzten 2, 3 Monate ein bisschen schwer getan haben. Konnten wir jetzt finalisieren und es sind jetzt Notartermine in Aussicht gestellt, was mich grundsätzlich ein bisschen beruhigt, aber was mir halt auch zeigt, dass jetzt im Endeffekt aktuell noch kein Grund zur Panik ist. Wachsamkeit ja, aber Panik eher nicht. Und von dem her sind wir noch etwas entspannt. Ja, also angestoßener Notartermin heißt noch nicht, dass er überhaupt stattfinden kann. Also ja, ein Freund von mir, der wohnt in Spanien, flippt dort Häuser. Der hat gesagt, alles dicht, Genau. komplett, weißt, also Supermärkte und Apotheken haben offen, ja. Aber Notare haben auch offen. Ja, Also das ist schon mal das ein ist gutes wichtig. Zeichen, Wenn die ja. Notare zumachen, dann helfen uns die Kaufzusagen natürlich auch nichts. Aber ist jetzt momentan noch nicht in Sicht. Ja, da sieht man mal, wie wichtig so ein digitaler Beurkundungsprozess vielleicht wäre. Ja. Also bist du beruhigt und sagst, okay, die Situation am Immobilienmarkt verkaufsseitig ist noch nicht irgendwie zugespitzt oder so. Ganz im Gegenteil. Also im Wohnsegment, sage ich jetzt mal, Ja. denke ich, dass wir quasi keine zugespitzte Situation noch nicht haben. Ich weiß natürlich nicht, was noch im weiteren Verlauf passiert, aber aktuell gehe ich davon aus, wenn dieses ganze Thema in einer gewissen Zeit jetzt abgewickelt wird und quasi wieder etwas Normalität einkehrt, dass wir im Wohnbereich mit dem blauen Auge davonkommen, Ja. vielleicht eine leichte Konsolidierung erleben, ja, aber der Gewerbebereich ist ja jetzt schon stark beschädigt und wenn wir jetzt mal alles, was zu Touristik, Hotels, Gastronomien betrifft, wird's, und Einzelhandel natürlich auch, der ja sowieso die letzten Jahre schon gekämpft hat. Also da kann es natürlich sein, dass wir feststellen werden, dass da im Gewerbebereich Korrekturen gibt. Aber den Wohnbereich sehe ich jetzt aktuell noch nicht beschädigt. Ist auch in der Gefährdung, klar. Aber ich denke, dass man hier den weiteren Verlauf noch abwarten muss, was noch passiert. Wichtig ist, wachsam zu sein, alles genau zu sondieren, sich sehr, sehr gut zu informieren, in den richtigen Stellen vor allen Dingen. Und was ganz, ganz wichtig ist, sind keine Panik zu verfallen. Ja, da gibt es ja die tolle Einkaufspyramide. Unten sind die Portale, dann wird es ja immer kleiner und oben sind dann irgendwann die Direktkontakte zum Eigentümer. Ich denke Ja. mal, beim Cashflow gibt es auch eine Pyramide. Da habe ich jetzt noch keinen Namen mehr für überlegt. Aber unten sind wir mit der Wohnungsvermietung auf jeden Fall nicht. Wohnen ist ziemlich weit oben, nicht ganz oben. Und klar, die staatlichen Mieter sind es sogar die besten. Ja, manchmal denkt man sich vielleicht, okay, jetzt ist da so einer drin, so ein staatlicher Mieter, der bekommt das Geld vom Amt, ja. Aber das ist ja eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet, so rückblickend betrachtet, sind das die besten Mieter, weil wenn die mal ausfallen sollten, dann haben wir ein richtiges Problem. Und Ja. die sind eigentlich safe, denke ich mal. Und ja. Ja. Also es gibt ja, klar, es wird die ein oder anderen Kurzarbeiten geben, wobei Bund und Länder ja signalisiert haben, die Unternehmen da aufzufangen. Es wurden ja Programme aufgelegt, Soforthilfen aufgelegt, Finanzierungen in Aussicht gestellt, mit hohen Haftungsübernahmen der Förderbanken, LFA, KfW und so Ja. weiter. Also von dem her denke ich nochmal zurück, wenn wir das in einem gewissen Zeitraum oder wenn es das in einem gewissen Zeitraum abgewickelt wird und die
Restriktionen und die Auflagen gelockert werden, dann in einem absehbaren Zeitraum, dann werden wir das zwar wachgerüttelt und mit einer wahnsinnig krassen Erfahrung, aber werden wir das relativ gut überstehen können. Mhm. Wenn sich das Ganze natürlich jetzt noch über Monate ziehen sollte, dann sprechen wir natürlich über ganz ein anderes Ergebnis. Aber davon gehen wir jetzt aktuell mal nicht aus. Ja, also im Fix- und Flip-Bereich, Verkäufe sind derzeit noch möglich und Interessenten sind auch da. Also ich denke, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Manche, die finanzieren müssen, sagen sich, oh hey, ich nehme vielleicht besser keinen Kredit mehr auf jetzt. Andere sagen vielleicht, die Bar zahlen. Ja. Mein Bargeld muss vielleicht irgendwie verkauft werden. Also ich muss es kaufen. Ja? Also ein paar wollen jetzt vermehrt kaufen, ein paar wollen weniger kaufen. Aber ich denke, es gibt auf jeden Fall noch Angebot und Nachfrage am Markt. Ja, und getrieben durch die massiven Verluste und die sag ich mal, aktuelle Unattraktivität des Aktienmarktes, Rohstoffe etc., kann es natürlich sein, dass wir ein paar Überläufer haben oder ein paar mehr Überläufer haben, die sagen, okay, old but Beton gold. Auf jeden Fall. Ich war short im DAX, Max. Ja, ich mache seit 10 Jahren überhaupt nichts mehr in dem Bereich, weil das ist für mich Leveragen. Du kannst nicht die Renditen einfahren wie im Immobereich. Und klar kann man immer sagen, diversifizieren, beimischen und so weiter, aber ich kann ja auch im Immobilienbereich diversifizieren und muss jetzt nicht Asset-Klassen übergreifend machen. Aber das muss jeder selber entscheiden. Ja. Ich habe natürlich jetzt momentan da kein Stress. Und die letzten Jahre sind da ganz gut gelaufen, aber von dem her habe ich den Stress jetzt nicht. Ja, aber wenn du short warst, dann hast du sowieso alles richtig gemacht. Ich bin aber zu früh raus, das ärgere ich mich. Ich hätte nie gedacht, dass es so krass kracht, aber gut. Ja. Ich denke mal, dass ich mich darüber geärgert habe, dass ich zu früh raus bin, hat mich mental mehr negativ beeinflusst, wie wenn ich es einfach gelassen hätte. Ja. Ja, aber ich habe viele in meinem Umfeld, die massiv verloren haben. Ja. Und das ist natürlich schon bitter, ja. Weil wir reden jetzt hier über Eigenkapital, was 1:1 geschrumpft wird, ja. Das ist schon krass. Das ist schon ein harter Move momentan. Aber ja, ich bin jetzt im Immobilienbereich noch mit einer gewissen Entspannung, aber auch mit einer gewissen Spannung, wie es weitergeht. Ja, also du bist ja ein Verfechter von Fix und Flip. Ja. Und jetzt gerade ist vielleicht sogar in der jetzigen Zeit, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, ob das überhaupt noch geht mit dem An- und Verkauf, ist zum Buy and Hold Immobilien, ist schon auch nicht schlecht in der Kombination, weil die Miete kommt immer, auch in der Quarantäne, weißt du? Ja, also man muss, in der Quarantäne ja noch mehr, weil die ja noch mehr genutzt wird. Nicht Spaß beiseite, aber man muss auch bei den Buy-and-Hold-Immobilien, insbesondere wenn sie Gewerbeanteil haben, schon auch nochmal das genau prüfen und das Gewerbe unter Umständen in der Kalkulation auch rausrechnen, dass man und dann bewerten, ob es sich aufgeht oder nicht. Dann ist man da definitiv auf der sicheren Seite, weil ich denke, den meisten Impact, wie ich eingangs schon gesagt habe, werden wir im Gewerbebereich haben. Ja. Und wenn man dann so einen Einzelhandel oder so eine Gaststätte oder sowas da mit im Mehrfamilienhaus drin hat, sollte man mal kalkulieren, ob sich es ohne dem auch rechnet. Und dann sollte man auch mal in der Due Diligence schon prüfen, ob es eine Umwandlung in Wohnraum, ob eine Umwandlung im Wohnraum möglich ist von dem Objekt. Ja, oder zumindest schon mal so eine Tendenz erkennen, ja, um das, wenn es sich jetzt mit null nicht aufgeht, dass man dann vielleicht sozusagen noch einen Plan B anstrengen kann, weil so Umwidmungen von Gewerbe ist natürlich, hat man da verschiedenste Herausforderungen, baurechtlich. Und wenn man nicht das ganze Objekt innehält, natürlich auch in der WEG, aber am Ende des Tages ist da eine Umwidmung im Wohnraum in vielen Beispielen ein super Instrument. Ja, jetzt habe ich auch meine Ohren schon gespitzt und mal mich ein bisschen umgehört und ich denke, also dass kleine Projekte, also Wohnungen, durchaus weiterhin verkaufbar sind, weil die
weil die Nachfrage einfach so überproportional groß war die ganze Zeit. Ja. Was schwierig wird, sind Mehrfamilienhäuser, wird es schwieriger, weil da die Käuferschicht eine kleinere ist, und noch schwieriger wird es bei großvolumigen zweistelligen Millionenbeträgen. Ich glaube, wenn man die komplett verkaufen möchte, da wird das Eis immer dünner. Aber im Wohnungsbereich, denke ich mal, Einzelvertrieb ist kein Problem mehr, wenn es halt jetzt nicht noch irgendwie großartig vorbereitet werden muss. Und so ein Forward-Deal oder Neubau sehe ich auch kritisch, weil die Leute wollen es jetzt haben, weil Neubau weiß ja auch nicht, hey, wie heftig, also gibt es eine Krise, gibt es keine Krise, wird es überhaupt fertig, das Haus, oder keine Ahnung, was, das sind ja auch Risiken, ja, die man hat, wenn man Neubau kauft. Das sind Risiken, aber wenn ich jetzt zurückdenke, 2007, 2008, ja, da war es dann so, dass wir dass wir festgestellt haben, dass auf einmal die Baupreise deutlich günstiger waren nach der Krise. Also, und dann wurde Neubau günstiger. Ja, also es war da tatsächlich so, das war, da war ich noch in der Bank der Zeit, aber da haben wir festgestellt, dass das war brutal, also das werde ich auch nie vergessen, da war ich, da hatte ich auch Live-Zugang, also Real-Time-Zugang zu den Aktienmärkten und zu den Märkten, Währungsmärkten und so weiter. Mhm. Und wie das dann losging, war es halt richtig, richtig krass, und das live mitzuerleben. Und danach haben wir eben festgestellt, dass auf einmal die Baupreise 20-25% unter dem des Vorjahres lagen. Und so ein Effekt kann natürlich auch nochmal mitkommen, wo man einfach sagt, klar, wir haben vielleicht ein paar Korrekturen, aber auch Korrekturen, die vielleicht jetzt für den Investor gut sind. Ja. Und von dem her werden wir erst am Ende wissen, was dann natürlich passiert ist, weil wir keine Glaskugel haben, aber es gibt halt viele Optionen, negative wie auch positive, und somit wäre ich da ganz, ganz offen für die Zukunft, okay, einfach. Dann ist ja offen. Die Frage, ob der Bauträger, wenn er jetzt schon verkauft hat, vielleicht einfach eine größere Marge hat, wenn es günstiger ist. Kann ja auch sein. Auch möglich, klar. Und das Einzige, was mir momentan wirklich latent Sorgen macht, ist, dass ich halt feststelle, dass viele, viele Menschen das die Corona sozusagen als Generalausrede verwenden, mhm, und quasi unter ihren Möglichkeiten performen, die sie jetzt aktuell in dem veränderten Umfeld durchaus hätten. Da wird sich eher so ein bisschen zurückgelehnt, also habe ich jetzt in Behörden festgestellt, sondern Sie wissen ja, momentan ist Corona, also bitte, da müssen Sie jetzt einfach noch mehr Geduld haben. Und da konnten wir jetzt das und das nicht machen und das und das nicht machen. Also Dinge, die durchaus möglich gewesen wären, umzusetzen. Und da sehe ich schon eine sehr, sehr große Gefahr, dass das den wirtschaftlichen Schaden größer macht, als er eigentlich notwendig ist. Deswegen war ich Montag noch beim Grundbuchamt, habe alle Auszüge mir noch gezogen, die ich brauche. Genau, super. Sehr clever. Sehr clever, ja. Aber da, also man merkt natürlich eine unglaubliche Solidarität, das merke ich schon auch. Ja, es ist also ein sehr positiver Effekt, aber negativ ist tatsächlich, dass man auch feststellt, dass bei vielen das so im Kopf ist, dass sie sagen, ach, ich, momentan kann ich ja nicht, ich müssen sie jetzt einfach, warten wir mal ab in 2 Wochen und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist halt schon heavy, weil das wirkt sich halt im Endeffekt für Geschäftspartner, Nachbarn, Freunde, Chefs und so weiter halt noch negativer aus, als wie es wirklich nötig ist. Und da sollte jeder noch mal in sich gehen und noch mal schauen, wie viel man in die Umsetzung bringen kann, trotz der angespannten Situation. Hast du 2007, 2008, also das ist ja schon miterlebt. Ich habe es zwar auch miterlebt, aber ich war da noch nicht irgendwie auf dem Dampfer, dass ich da irgendwie das mitverfolgt habe. Ja. Hast du da was von Nachbeleihungen mitbekommen auch? Nee, also habe ich nicht mitbekommen. Und da war das, also das war jetzt in dem, wenn wir wieder bei der Pyramide sind, in dem unteren Bereich, wo sich Investoren bewegen und so weiter, war das jetzt kein flächendeckendes Thema, ja. Okay, das war eher bei den Investitionen. Genau, und in die Individualität gesehen brauchte es auch hier, genau wie beim Coronavirus, noch mindestens 1-2 Vorerkrankungen, dass so Nachbesicherungen im Endeffekt nochmal Thema werden. Ja.
Okay, und für diejenigen, die jetzt hier zuhören und darüber sich vielleicht einen Kopf machen, was sind Vorerkrankungen? Wann muss man sich vorbereiten, dass die Bank kommt und eine Nachbeleihung vielleicht? Ja, du musst natürlich, klar, also wenn du dich bonitätsmäßig, wenn sieht ja, es gibt ja jeder, es kann jeder aus seinem Kreditvertrag herauslesen. Also wenn sich im Endeffekt Vermögensverhältnisse deutlich verschlechtern, wenn Loan-to-Value sehr, sehr eng, sehr, sehr knapp ist. Das heißt, wenn ich nicht so optimal einkaufe und extrem hohe Beleihungen fahre, dass ich, sage ich mal, 110% Finanzierungen und so, da müsste schon mehrere Faktoren zusammenspielen, dass ich da in Gefahr komme. Es ist für alle ein Thema, aber da wird sich auch, wenn dann von außen nach innen gearbeitet und außen sind jetzt im Endeffekt die, die vielleicht nicht so optimal einkaufen, die vielleicht in Märkten einkaufen, die jetzt nicht oder weit entfernt sind von A und B und dann da auch hohe Beleihungen fahren, die, wo dann vielleicht auch der ein oder andere Mietausfall stattfindet, den ich vielleicht nicht auffangen kann. Und da müssen schon mehrere Faktoren zusammenspielen, dass ich da zum jetzigen Zeitpunkt eine Gefahr habe. Wenn das jetzt natürlich flächendeckend problematischer wird, kann man es natürlich nicht sagen. Ja, wenn jetzt da reihenweise systemrelevante Firmen pleite gehen, da muss man einfach mal gucken, was sich noch entwickelt. Aber aktuell sehe ich da keine Gefahr. Okay, alles klar. Und habe ich noch irgendeine Frage gerade im Kopf? Vielleicht fällt es mir wieder ein. Wie denkst du, die Schlagzahl wird sich verlangsamen, also dass das Geschäft im Immobilien, das Immobiliengeschäft langsamer wird, also die Verkaufszahlen sinken, die Mietverträge, die neu geschlossenen sinken, dass solche Geschichten jetzt passieren werden oder denkst du, das bleibt konstant? Also ich bin ja grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Also ich persönlich gehe davon aus, dass es konstant bleibt, schließe aber nicht aus, dass es sich auch anders entwickeln kann. Und ich denke, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist, wie lange sich diese aktuelle Situation jetzt zieht. Angenommen, es wird jetzt irgendwie ein Wirkstoff zugänglich, der quasi diese schweren Krankheitsverläufe sehr gut begünstigen kann oder es wird sogar ein Impfstoff gefunden, dann denke ich mir, dass sich diese ganzen Schwierigkeiten sehr, sehr schnell auflösen werden. Aber man weiß jetzt nicht, was passiert. Also wenn jetzt wirklich noch Monate in diesem Zustand verbleiben, dann kann es natürlich, können die Auswirkungen natürlich deutlich größer werden. Aber davon gehe ich jetzt als grundsätzlicher Optimist jetzt mal nicht aus. Ich denke, dass wir da wieder Lockerungen erleben in absehbarer Zeit und dann wird sich das auch wieder einpendeln. Muss man auch mal beobachten, was an den Zinsmärkten passiert. Wobei ich da auch jetzt keine Indizien habe, dass sich da großartig was verändert und auch, dass Banken jetzt verhaltener reagieren, sehe ich auch nicht. Ich sehe natürlich schon, dass die Bearbeitungen erschwert sind, weil viele im Homeoffice sind, dass es vielleicht einfach auch länger dauert. Aber die Banken sind Virus hin, Virus her, trotz alledem in der Lage oder in der Situation, dass sie das Geld verleihen müssen. Und um nicht da auch noch größeren wirtschaftlichen Schaden zu erleiden, somit sehe ich jetzt diese Verzögerung, die vielleicht die einen oder anderen berichten, jetzt eher in der Abwicklung und nicht in dem Willen, Kredite zu vergeben. Also wie gesagt, steht und fällt alles mit der Dauer des Zustandes. Okay. Jetzt gibt es natürlich viele Finanzierungsthemen, wie wir gerade schon besprochen haben, aber es gibt auch eine Ebene drüber. In der Vergangenheit, in den letzten paar Jahren, gibt es viele Barkäufer auch, die halt quasi mit ihrem Eigenkapital komplett Immobilien gekauft haben. Und es gibt auch Stimmen, die zweifeln die Stabilität des Geldsystems an. Siehst du das oder ist es stabil an? Diese Stimmen gibt es ja immer, permanent. Die werden natürlich jetzt nur in so Situationen mehr wahrgenommen, ja, weil egal wo ich hinschaue, höre ich irgendwo oder lese ich irgendwelche Hobbypropheten, die irgendwas prophezeien. Ja, und finde ich nicht gut, weil eine Währungsstabilität ja auch etwas mit Vertrauen zu tun hat. Ja, also Geld ist ja nur, solange wir alle glauben, dass es was wert ist.
Das ist richtig. Und wenn ich natürlich jetzt gesteuert irgendwo Nachrichten oder wenn ich mich von den Nachrichten zu sehr beeinflussen lasse und das Vertrauen von jedem Einzelnen untergraben wird, dann ist es natürlich schon, sehe ich es schon als kritisch. Und deshalb an alle Hobbypropheten da draußen ist es schon in der Verantwortung, dass jetzt hier nicht nochmal zusätzlich Panik und Ängste geschürt werden in einer Situation, die eh schwierig ist, wo man wirklich vielleicht Optimismus an den Tag legen sollte und sagen, okay, wir packen das an, wir schaffen das, ja, auch wenn der abgedroschen ist, aber und jetzt nicht nochmal hier unnötig Panik zu verbreiten. Wenn das so passiert, ja, und man sagt, okay, wir rücken zusammen, wir packen an, dann haben wir solche Themen auch nicht. Ja, aber es ist wirklich, ich kommentiere das auch nicht, aber ich finde es halt wirklich auch brutal, was manche Leute da ablassen. Man kann sich mit Situationen auseinandersetzen, sachlich, aber hier wird wirklich forciert, Panik zu schüren. Und Panik und sozusagen der dahin zusammenhängende Vertrauensverlust kann sowas natürlich auch aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, das ist ich voll bei dir. Da ist jetzt einfach ein Zusammenhalt der Gesellschaft gefragt. Richtig. Und wir waren jetzt gestern beim Döner noch und vorgestern auch. wir wissen ja nicht, wie lange die noch offen haben. Und normalerweise schenken die mir immer irgendwas und jetzt schenke ich denen einfach mal was, weil es ist alles ein Geben und ein Nehmen und ich denke, die freuen sich jetzt aktuell über jeden Euro. Auf jeden Fall. Also das ist auch so, wir waren gestern auch nochmal essen und da muss man wirklich auch dankbar sein und den Leuten auch irgendwo was zukommen lassen. Man kann natürlich nur punktuell da selber eingreifen, aber am Ende des Tages ist so ein solidarisches Verhalten die Grundfeste von Stabilität und deshalb ist auch jeder da gefragt und jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass es am Endeffekt für uns allen weiterhin gut geht. Ja, alles klar dann, lieber Max, ich bedanke mich für deine Einschätzung, für deine Sichtweise. Du hast da natürlich ein bisschen fundiertere Einblicke, ein bisschen deutlich fundiertere Einblicke als ich, weil du halt die Krise 2008 schon mal mitgemacht hast und schon ein bisschen weißt, wie die Menschheit reagiert auf sowas. Und für mich ist natürlich absolutes Neuland, da halte ich mich ein bisschen neutral zurück und beobachte mehr und verlasse mich mehr auf die Stimmen der erfahreneren, älteren Investoren. Ja. Und ein Abschlusssatz noch. Immer locker durch die Hose atmen. Immer locker, ja. Deswegen habe ich keine Ahnung. Und wenn ihr da draußen irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Sorgen bezüglich eurer Immobilien, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Und wir gucken uns das an, beantworten das. Entweder schreiben wir es oder machen nochmal Ende der Woche, nächste Woche vielleicht nochmal ein kleines Video dazu, je nachdem, wie intensiv ihr fragt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt einfach rein. Und wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Und haltet euch von der Risikogruppe fern, dass die nicht angesteckt werden. Auf jeden Fall. Alles Max, Gute. Max, mach's gut. Ciao. Adios. Adios.